Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Henrik Schuster. Und heute gibt es, wie versprochen, das UEFA Champions League 1920 Sticker Album Update. Und zwar haben da schon rein wirklich richtig viele nachgefragt, weil die Serie kommt mir zumindest so vor, sammeln nicht so viele Leute insgesamt FIFA 365 Sticker und die Champions League Sticker sammeln jedes Jahr so wenige Leute. Und ich kenne auch voll wenige, die dann mit mir immer tauschen können. Und die Alben sind ja so groß, deswegen Sticker Manager habe ich mich angemeldet, schon vor bestimmt jetzt 2 Jahren ungefähr. Und läuft, da kann man auf jeden Fall gut tauschen. Aber dort sammeln die, zum Beispiel im Vergleich zu Bundesliga Matchtext, die sammeln zum Beispiel dort 1000 Leute ungefähr. Und hier, die sammeln auch gerade mal 400 Leute dort. Die Serie hat 595 Sticker. Ich habe insgesamt jetzt 2 Displays geunboxed auf meinem Kanal, ein 15 und ein 15 Tüten-Unboxing. Dann habe ich mir nochmal insgesamt, glaube ich, so 20 Sticker-Tüten gekauft. Das heißt, sagen wir mal, 3 Displays habe ich mir gekauft. Und das Album passt auch gar nicht rein, deswegen seht ihr hier meinen Schreibtisch. Und eigentlich ist ja hier meine Match-Text-Unterlage, aber hier habe ich erstmal dann die Weltkarte als Unterlage, sagen wir es mal so. Und auf dem Album drauf sind Eden Hazard, Virgil van Dijk und Kylian Mbappé. Und hier unten sind noch Depay, müsste Diaz sein, Aguero, Gnabry, Witzel, Havertz, der Felix, Griezmann und der Harry Kane. So, dann wollen wir mal reingucken. Und die erste Seite sieht so aus. Hier steht erstmal Contents, also sozusagen Inhalt. Erstmal hier noch Werbung für die UEFA Foundation for Children, also ich glaube Fußballschule für Kinder. Und diese Bilder hier von Firmino und dem Aguero sind aus dem letzten Jahr von der Premier League Serie. Dort hatte Topps ja auch die Rechte und ich habe auch gesehen, dass dort diese Bilder auch schon verwendet wurden. Das heißt, die sind nicht neu. Ich glaube, die haben einfach nur die neuen Trikots darüber gepackt, als mit so Photoshop oder halt mit dem Programm. So, erstmal, sagen wir es mal so, haben wir hier erstmal 22 Mannschaften aufgelistet auf Doppelseiten, dann hier vorne noch Logo, Trophy und Winner und dann hinten noch die 6 Playoff Qualifier Teams, Road to Istanbul, noch Women's World Cup und, Women's Champions League und Youth League haben wir hier noch drin. So, hier vorne das Champions League Logo, der Pokal und die Gewinner aus dem letzten Jahr aus der Champions League Liverpool. Ich muss dazu sagen, ich habe insgesamt also schon relativ viele gesammelt. Mir fehlen noch 147 Sticker. Ich werde auch wie beim letzten Video schon, glaube war es Frederik 5 Sticker damals, da habe ich auch nicht alle in die Kommentare geschrieben. Weil ich habe jetzt keine Lust, die 147 Sticker in die Kommentare zu schreiben. So, das Ganze ist nicht nach sozusagen Nationalitäten so geordnet, wie in der Kartenserie, zum Beispiel erst spanische Mannschaften, dann italienischen oder so halt, sondern das ist nach dem Anfangsbuchstabe des Clubs geordnet. Zum Beispiel Atalanta für A und hinten Zenit St. Petersburg mit Z. So, genug über das Inhaltsverzeichnis geredet. Wie die Hälfte sowieso von euch geskippt haben. Nein! Jetzt habe ich meine Playstation angemacht. Ah! Kommt erstmal hier FIFA 20 raus. Ah Mann! Was ist denn das? Auf jeden Fall. Och, was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein Unboxing? Ich wollte doch nur meine Playstation ein bisschen beiseite schieben. Das geht ja gar nicht mehr, weil die schon hinten dran ist. Um das euch noch besser zu zeigen, weil das Album halt so groß ist. Auf jeden Fall, hier sind ein paar Infos. Der Name, der Topscorer-Sticker. Also sozusagen der die meisten Tore geschossen hat in letzter Saison. Jetzt ist da ja die Playstation-Musik. Ach Mann. Ich muss die kurz ausschalten, Entschuldigung. Das geht ja gar nicht in meinen Videos. So, jetzt ist die auch gleich wieder aus. Dann haben wir das große Logo, das Stadion und der Top-Scorer. Hier unter den insgesamt 16 Base-Stickern ist noch ein Glitzer-Sticker. Und zwar der Kapitän. So, das erste ist Atalanta. Dort fehlen noch 4 Sticker. Ich werde das Album jetzt ein bisschen schneller durchgehen, aber ihr könnt schon noch gucken,
ob ihr Doppelte oder so für mich habt. Dann haben wir Atletico Madrid, den FC Barcelona, Bayer 04 Leverkusen, Bayern München, Benfica Lissabon, Dortmund, Chelsea, Galatasaray, Istanbul. Also mir fehlen halt relativ viele Sticker noch. Dann haben wir noch Genk, Inter Mailand, sind ja momentan Erster in der Serie A. Genau vor denen hier, vor Juventus Turin. Dann RB Leipzig, Salzburg auch noch. Zum Beispiel hier fehlen nur noch Gulaschi und Klostermann. Also manche Mannschaften sind auch schon relativ voll. Bei manchen seht ihr auch, fehlen noch so 5-6 Sticker. Dann haben wir LOSC oder LOSC Lille mit Sanchez. Also bei der Serie muss ich sagen, mir ist nur ein einziger Spieler aufgefallen, oder ein einziger Spieler aufgefallen, der nicht mehr bei dem Verein gespielt. Sonst sind alle Spieler transferiert und das finde ich gut, dass die Serie relativ spät rausgekommen ist. Die Serie ist ja gleichzeitig mit der Kartenserie rausgekommen, wo auch noch relativ viele Transfers berücksichtigt wurden, und der FIFA 365 Sticker Serie. Das muss ich den Herstellern Tops lassen. Dann haben wir Liverpool, Lokomotiv Moskau, und jetzt, ihr merkt es, eine Büroklammer, ist keine Büroklammer, eine Tackernadel ist schon leider raus, deswegen ist hier halb Moskau ein bisschen schon rausgezogen. Dann haben wir Olympique Lyon, also das habe ich nicht mit Absicht gemacht, ist einfach rausgefallen, weil ich immer Seiten halt geblättert habe, um einzukleben. Dann haben wir Manchester City, Napoli oder SSC Neapel, Paris halt. Also hier fehlt sogar noch alle drei Sticker auf der linken Seite von den besonderen. Dann Real Madrid, FC Salzburg, hier jetzt Salzburg, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, und dann kommen noch zwei Mannschaften, Valencia, da fehlen auch nur noch zwei Sticker, und zwar Cillessen und Gomez. Und als letzte reguläre Mannschaft noch Zenit St. Petersburg. So, jetzt kommen noch sechs Mannschaften, die sich durch die Qualifikation qualifiziert haben. Die haben auch ein Logo-Sticker. Dann haben sie halt nicht noch die Extra-Sticker, sondern die haben auch kleine Logos hier oben drin. Das werdet ihr noch später bei den anderen Mannschaften sehen. Und dann haben sie auch einen Kapitän und einen... Habe ich hier einen Starspieler? Nee, auf jeden Fall haben sie noch einen Starspieler. Das heißt, jede Mannschaft von den Qualifikationen haben insgesamt 16 Sticker und davon 3 Glitzer-Sticker. Das heißt, nur Stadion fehlt weg. Also nur das Stadion-Sticker fehlt weg und halt statt ein großes Logo ist ein kleines Logo da. Dann haben wir erstmal Ajax Amsterdam und Brügge. Weil hier zum Beispiel ist ein kleines Logo. Dann haben wir erstmal Roter Stern Belgrad und Dynamo Zagreb. Zum Beispiel hier sind alle drei Glitzersticker da. Und die letzten beiden Mannschaften, Piräus und Slavia Prag. Die sind auch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon durch die Quali reingekommen. Dann haben wir noch eine Seite, Road to Istanbul, halt in Istanbul ist halt das Finale, und hier ist kein Sticker, hier ist einfach nur ein Spielplan, und zwar geht das dann ja weiter am 18.02. mit der Champions League, wenn jetzt nächste Woche gespielt wird. Ja.
dann Rückspiele im, also Hinspiele im Februar, Rückspiele im März. Achtelfinale ist beides im April, dann Viertelfinale im April und im Mai. Und dann ungefähr 3-4 Wochen später das Finale im Atatürk Olympiad Study Istanbul. Und hier noch die letzte Seite, einmal die Youth League, sozusagen die Spieler, die U19-Mannschaften der Champions League oder der Champions League-Teilnehmer hat. Aber da sind auch andere Teilnehmer, die spielen auch irgendwie an anderen Spieltagen. Ich habe da immer noch keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Porto 3-1 gegen Chelsea gewonnen, die in den beiden Jahren davor gewonnen hatten. Nee, hier, so rum. Dann Barcelona hat schon zweimal gewonnen in den letzten 5 oder 6 Jahren. Dann hat Chelsea zweimal gewonnen, einmal Salzburg und einmal Porto. Und dort, also hier, also die Spieltage stimmen auch nicht. Das ist auch kompletter Quatsch, ja. Auf jeden Fall haben wir da noch die Frauen-Champions League und die hat jetzt in den letzten 4 Jahren immer Olympique Lyon gewonnen mit von den Deutschen Marojan. Ist das Marojan? Ja, das müsste Marojan sein. Ja, hier findet das Finale in Wien statt. Hier steht das gar nicht, wo das stattfindet. Super Album. Und ja, also das Finale findet immer eine Woche vor dem Männerfinale statt und das findet noch einen Monat früher statt. Keine Ahnung. Da gibt es auch noch irgendwelche Playoffs, also komplett komisch, verstehe ich immer noch die Youth League. Und die letzten deutschen Mannschaften war halt Wolfsburg, die Frauen Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, es gibt auch erst seit 2000 die Frauen Champions League. Dann hinten noch Symbole, alles erklärt und alle Nationalitäten übersetzt auf Englisch. Hier kann man noch nachbestellen, zum Beispiel, du kannst jetzt hier 50 Sticker nachbestellen ab dem, ich glaube, das geht ab irgendwie Ende Mai. Und das ganze Album hat in Deutschland 2,50 gekostet. So, das war's. Ihr könnt gerne noch einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wollte mich bedanken, wir haben mittlerweile 1626 Abonnenten. Und danke auf jeden Fall dafür. Und wie gesagt, gerne liken und abonnieren. Ihr könnt mit mir tauschen, schreibt mir einfach eine Instagram-Direktnachricht, steht unten in der Beschreibung. Als zweites oder also der erste Link in der Beschreibung und darüber steht noch mein Sticker Manager und darunter lasst es Instagram, checkt den auch gerne ab, hat schon viel für mich eingerichtet auf YouTube und das war's dann, jetzt könnt ihr hier noch mich abonnieren, hier noch die Champions League Plays abchecken und hier noch ein empfohlenes Video und einen Daumen nach oben geben, wäre auch nett und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, tschüss!